easy go. Jo Leute, Maxstar hier und heute endlich mal wieder zu einer neuen Runde Fortnite, Leute. Ja, wir spielen heute natürlich den Wild-West-Modus, den kann man natürlich auch im Duo-Modus spielen, aber ich würde das Ganze heute wieder natürlich alleine probieren. Ich probiere das Ganze heute nämlich alleine und ich würde sagen, wir legen doch gleich mal los, Leute. Ja, eine lange Zeit jetzt wieder kein Fortnite mehr gezockt, also respektiv einfach weniger, kann man sagen. Aber ich freue mich heute und bin mal gespannt, was heute bei diesem Wild-West-Modus auf uns zukommt. Ich habe jetzt gar nicht mal gelesen, aber wir werden es dann sowieso sehen, Leute. Früher oder später werden wir es sowieso erfahren. Also von daher sollte das ja natürlich kein Problem sein. Ja, falls ihr mich natürlich noch nicht in Fortnite geaddet habt, hier oben seht ihr es, Milik55. Jeder kann mich adden, wer mich noch nicht geaddet hat. Ich werde jede Anfrage natürlich bestätigen und eben, wenn es dann wieder mal einen Livestream gibt von Fortnite, und das wird es auf jeden Fall wieder geben, falls wieder ein großes Update oder eine neue Season kommt, dann kann natürlich jeder, der Bock hat, natürlich mitspielen. Ja, ich würde sagen, jetzt geht's auf jeden Fall mal los. Okay, keine modernen Waffen, Partner. In diesem Modus findest du keine automatischen Waffen, Raketenwerfer oder Fallen. Okay, alles klar. Schildtränke, was? Suche im Vorratslieferung nach Schlüsselsaft. Okay, alles klar, wir wissen es schon mal. Okay, ohne Fallen und ohne Raketenwerfer und so weiter, alles klar. Gut, ja, das wissen wir auf jeden Fall schon mal. Klingt eigentlich schon mal spannend und man merkt wieder, dass es neu ist, dass es das was, dass sich was verändert hat. Und das ist doch auch gut, wenn man das bemerkt. Gut, also Leute, natürlich möchte ich jetzt nicht gerade bei Neo Tilted landen, weil ich natürlich schon eine Ewigkeit überleben möchte, obwohl ich das nicht verhindern kann. Man wird dann abgeschossen, wenn man abgeschossen wird. Aber ja, ich probiere es natürlich so möglichst zu verhindern, wie es natürlich geht. Aber eben allzu viel unternehmen kann ich dagegen ja natürlich auch nicht. Gut, ich fliege mal jetzt mal raus, alles klar. Da könnte ich auch landen, aber am besten gehe ich lieber ein bisschen neben draußen irgendwo hin. Ich könnte es mal bei Fatter Fields probieren, was vielleicht nicht gerade die beste Idee gerade ist, aber so einigermaßen könnte das eigentlich noch gut gehen. Gut, ja, also eben, das kann ich jetzt fast nicht verhindern, dass ich beim ersten Mal nicht abgeschossen werde. Entweder gehe ich dorthin oder hierhin. Na komm. Also spielt jetzt von daher auch keine Rolle. Also kann ich auch gleich hierhin gehen. Okay, war eigentlich nicht einmal so eine schlechte Entscheidung. Dann haben wir hier einmal diesen Revolver. Okay, ich glaube hier ist es auch die... Es kann sein, dass hier nur der Revolver... dass man hier nur mit dem Revolver spielen kann. Ich weiß es aber nicht, weil ich habe jetzt noch keine andere Waffe gesehen. Ist jetzt nicht gerade diese Waffe, wo ich am besten schießen kann, aber ist für alle gleich gemacht, Leute. Vielleicht finden wir hier sogar eine andere Waffe. Oder es kann eben sein, dass nur diese Waffe hier zur Verfügung steht. Das ist nämlich, genau, ein Revolver. Okay. Zwei Revolver haben wir auf jeden Fall schon. Das ist doch schon mal super. So, ich überlege mir jetzt, ich könnte probieren, ein bisschen offensiv zu werden. Es leben übrigens noch 65 Überlebende, also 65 Überlebende sind noch da. Hier hinten könnte ich mich gut verstecken, ne? Gut, also Leute, ab geht's nach vorne, ich schaue mal. Okay, bis jetzt noch niemand gesichtet. Hier drin gibt's auch nichts. Nein. Ah, da doch. So, Munitionskessel, immer wichtig zum Mitnehmen. Oh, jetzt haben wir Holz, Leute. Jetzt können wir wieder bauen, wenn ich dann überhaupt gut bin im Bauen, weil eben, meistens vergesse ich das, wenn ich so mittendrin im Kampf bin. Das ist euch sicher auch schon mal aufgefallen, dass ich dann das Bauen vergesse. Und das ist natürlich auch nicht gerade so ideal.
Aber ja, ob ich verliere heute, ob ich schlecht bin, ob ich gut bin, heute spiele ich auf jeden Fall mit euch eine Runde Fortnite. Oh mein Gott. Ey, kann ich das irgendwie öffnen? Nee. Nee, geht nicht, ne? Ich bin jetzt da zwar bei diesem Kamel, aber... Warte mal, ich bin jetzt mal aufgestiegen. Nee. Oder muss ich das aufschlagen? Könnte das sein? Ich schlage jetzt das einfach mal auf. Ob etwas drin ist oder nicht, das sehen wir. Oh, tatsächlich, Leute, eine Chest ist drin. Aha, noch ein anderer Revolver steht zur Verfügung. Ja, das ist doch super. So, ich schaue jetzt mal, was das überhaupt für ein Revolver ist. Schießeisen. Okay. Also, ist es eher kein Revolver mehr, ne? Eigentlich habe ich jetzt gedacht, dass nur Revolver drin sind, aber eben, ich habe gesagt, es könnte sein. Anscheinend ist jetzt noch diese Waffe hier. Aber eben, die ist, glaube ich, auch vielleicht eine Art von Revolver oder eine ähnliche Waffenart, kann auch sein. Aber eben, Fallen und so weiter sind nicht da. Das haben wir ja gelesen. Also von daher könnte das ganze Spiel einfacher werden. Was nicht einfach wird, ist natürlich mit dieser Waffe zu spielen. Aber wir sehen es dann. Es leben noch 40... Ey, das ging jetzt aber schnell. So, soll ich jetzt offensiv werden oder nicht? Soll ich es jetzt probieren? Ich glaube, der hat mich gesehen sogar. Naja, wir probieren es mal, Leute. Wir sind ja sowieso gleich da. Ich probiere es mal. Probieren geht über Studieren. Okay, der hat mich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich weiß jetzt nicht, bitte schön, wo er hin ist. Plötzlich taucht er wieder von hinten auf, wetten wir. Ja. Oh mein Gott. Alter, ich habe... Scheibe, Mann, Alter. Alter, ich habe ihn noch gar nicht mal getroffen, ey. Scheibenkleister. Ja, der hat mich jetzt voll erledigt. Okay, wenigstens habe ich es mal probiert, Leute. Ein bisschen mich einzuwärmen. Also richtig gut bin ich jetzt nicht gerade mit dieser Waffe. Aber ja, ein Versuch war es wert. Wenigstens bin ich offensiv geworden und wurde nicht zurückhaltend und habe mich versteckt irgendwo. Sondern ich bin eben offensiv geworden. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Also eben, Fallen und so weiter sind nicht drin. Also ich könnte mir das, wenn ich... noch ein bisschen eine bessere Technik habe zum Schießen und vielleicht ein paar Kills machen, könnte ich mir vorstellen, dass ich da natürlich weit kommen würde. Aber eben, das weiß ich natürlich nicht. Ohne Falle erleichtert sich das Spiel schon ein bisschen und das ist natürlich für alle fair und von daher eben. Kann man das auch nicht gerade sehr beurteilen, aber gut ist, dass dann auch eben die anderen eine Chance haben. Obwohl eigentlich die Falle nicht immer viel Einfluss hatte beim Spiel. Eigentlich hat es mich schon ein paar Mal oder schon mehrmals mich mit der Falle getroffen, ein Gegner. Auch wenn ich Spielwiese gezockt habe, dort sowieso. Aber ich meine auch allgemein in Solo irgendwo hat es mich schon manchmal getroffen, die Falle. Und dann war das halt auch nicht gerade so ohne. Also von daher ist es vielleicht mal gut, wenn die Falle weg ist. Das könnte vielleicht wirklich gut sein. Aber eben, immer cool, wenn etwas entfernt wird und so, mal mit anderen Waffen zu spielen. So wird man auch automatisch trainiert in Fortnite, weil man nicht einfach die besten Waffen nehmen kann, mit denen man am besten schießen kann und Gegner eliminieren kann. Ist das eigentlich schon noch ziemlich klug gemacht. Aber auch allgemein macht es immer wieder Spaß, einen neuen Spielmodus, wo mal dieses Zeug nicht drin, wo es dieses Zeug mal nicht drin hat, mal dieses Zeug nicht, mal diese Waffen nicht, mal diesmal keine Falle. So soll doch Fortnite sein und so soll es doch spannend werden. Also ich könnte jetzt natürlich auch mal ins Schneegebiet gehen. Sehen wir da auch schon lange nicht mehr. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zum Schneegebiet. Wo ich wahrscheinlich wieder weit in die Zone laufen muss, aber... Naja.
spielt mir jetzt eigentlich keine große Rolle. Wenn ich mich gut aufrüsten kann, dann spielt das eigentlich für mich keine große Rolle. Ich könnte es allerdings probieren jetzt defensiv, weil vielleicht habe ich dann bei den letzten Gegnern doch noch Chancen, wer weiß. Vielleicht überlebe ich bis zum letzten Gegner. Es sind jetzt nur noch 84 sogar. Also ihr seht, sind wieder, vorhin waren es 96 und jetzt sind es schon wieder, jetzt sind es sogar 83. Also ihr seht, es geht mega schnell, bis die Gegner eliminiert werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das vielleicht defensiv probieren könnte. Wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Also da wird es auf jeden Fall sicher eine Waffe geben, das auf jeden Fall schon. Hier, wenn man zu zweit spielt, könnte man einem auch wieder wiederbeleben. Oh, hier oben habe ich eine Waffe entdeckt. Hier oben habe ich etwas entdeckt. Okay, für hier nach oben brauche ich eigentlich... Nee, ich brauche schon etwas. Ich brauche schon Material, sonst komme ich hier nicht hoch. Jetzt komme ich aber hoch. Hallo? Wieso kann ich hier nicht bauen? Hallo? Ah, jetzt. Okay, Leute. Anscheinend ist nicht nur der Revolver hier verfügbar. Anscheinend auch die Pump, ne? Okay, jetzt wissen wir es. Anscheinend nicht nur der Revolver, sondern auch die Pump. Alles klar. Aber einfach eben die Fallen, die gibt es hier nicht. So viel weiß ich. Aber welche Waffen das jetzt noch alles da sind, weiß ich auch nicht. Aber ein Sturmgewehr glaube ich auch nicht. Vielleicht so Pump, Shotgun und so schon, aber wahrscheinlich andere Waffenarten wahrscheinlich nicht. Also eben, auf jeden Fall kein Raketenwerfer. Ein Sturmgewehr, kann sein, dass es seltener vorkommt, könnte ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen. Aber ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe noch keinen Gegner gesehen mit einem Sturmgewehr. Also von daher kann ich es nicht beurteilen. So, ich mache jetzt das Ganze mal so. Okay, ein Jagdgewehr, auch kein Sturmgewehr. können wir auch nehmen, obwohl eben mit dem Jagdgewehr bin ich auch nicht gerade der Beste, aber naja, immerhin haben wir Waffen. Oh mein Gott, diese Waffe, die kam ja auch mal raus. Das war letztes Jahr mal. Das ist die Pumpgun. Die ist nicht schlecht. Die könnte ich eigentlich gleich mal in die Hand nehmen. So, die nehmen wir auch. Jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Waffen. Ja, und ich sollte in die Zone, Leute, bevor ich da wieder zu lang herumtrödle und mich dann die Zone einholt. Jetzt kann ich es aber so machen. Ja, komm. Zum Glück kann man da wie eine Seilbahn sich herunterseilen lassen. Bin ich froh, weil ich weiß nicht, ob wir das noch knapp geschafft hätten. Oh, jetzt sind wir übrigens schon in der Nähe von der Zone, wo wir hinein müssen. Also ohne dieses Seil. Also ohne, dass man sich so heruntergleiten kann wie auf einer Seilbahn, wüsste ich nicht, ob wir das jetzt noch knapp in die Zone geschafft hätten. Okay, ich glaube, wir haben immer noch Zeit. Aber jetzt wird einfach langsam die Zone kleiner. Da kann ich mich auch herübergleiten lassen, das ist doch cool. Es sind noch 33 Überlebende, Leute, also wir sind jetzt noch nicht angreifen gegangen, wir haben uns erst aufgerüstet. So schnell kann es gehen, Leute. Also von daher könnte ich jetzt gleich defensiv bleiben und mal schauen, ob ich das vielleicht schaffe. Vielleicht kann ich ja jetzt ein paar Gegner eliminieren. Ich meine, mit dieser Pumpgun auch nicht unbedingt gerade so schlecht. Nur mit dieser kleinen... Pistole hier, also nicht mit dem Revolver, die andere, wo neuer aussieht, wo auch ähnlich ist wie ein Revolver vorhin, wo mich der Gegner eliminiert hat, war natürlich ein bisschen schwierig, obwohl man auch mal lernen sollte, mit schwierigen Waffen zu spielen, aber ich habe das falsch gedacht, Leute, also eben, es sind auch noch andere Waffen wie Pumpgun, Jagdgewehr und so stehen zur Verfügung, eben, aber man lernt auch dadurch, weil einige können ja nur mit einem Sturmgewehr schießen und man lernt dadurch auch gut mit den Jagdgewehren und so weiter zu spielen.
Und natürlich auch mit der Pumpgun. Obwohl, mit der Pumpgun kann ich es mir eigentlich schon noch vorstellen, dass man das gut kann. So, wir können da natürlich schon mal ein bisschen Bäume fällen. Also fällen. Ich tue jetzt natürlich nicht den ganzen Baum abhacken, sonst wissen ja alle Gegner, wo ich bin. Habe ich natürlich auch gelernt. Haben mir auch Kollegen gezeigt und gesagt. Also möchte ich das mal so machen. So, Leute, es sind noch 29 Überlebende, werden natürlich wieder immer weniger. Aber ich kann defensiv bleiben. Also ich könnte jetzt da eigentlich hier rum chillen. Und könnte natürlich auch ein bisschen Aussicht erhalten, aber finde ich jetzt nicht gerade so spannend. Also, oh, da kommt übrigens ein Gegner. Oh mein Gott. Scheibe, Mann, ey. Okay, ja, es war klar. Also, ich wollte da einfach nur dieses Material hier runterschießen. Oh mein Gott, ich glaube, der kommt runter, Leute. Wo ich sehe ihn, Leute, ich sehe ihn. Alter, wetten wir, der schießt auf den Baum. Oh mein Gott, er hat mich nicht gesehen, ey. Er hat mich nicht gesehen. Ja. Oh ja. Oh mein Gott, ey. Nein, 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 nein. Komm schnell. Bau zu, bau zu, bau zu. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Muss ich es mit dem Jagdgewehr machen? Ja. Ja, er hat mich eliminiert, ne? Was hat er denn? Was hat denn der für eine... Okay, ich mach's mit der Pumpgun. Andere denken wieder, ha, wieso hast du mit der Pumpgun von so einer weiten Distanz geschossen? Ja, also, ich meine, ich hatte natürlich keine andere Wahl, doch die eine Wahl wäre gewesen mit dem Jagdgewehr, aber mit dem Jagdgewehr wäre ich vielleicht auch nicht gerade schnell genug gewesen. Aber ja, ich würde sagen, wir spielen nochmals auf jeden Fall eine Runde. Eben, ich habe leider keinen Kill gemacht, aber der Spielmodus ansonsten macht eigentlich ziemlich Spaß. Muss ich wirklich sagen? Gut. Ja, dann geht's ab in die dritte Runde, Leute. Ich würde sagen, dann spiele ich noch diese Runde und dann beende ich dann für heute die Folge. Wenn diese Runde natürlich nicht zu schnell herumgeht. Also ich meine, wenn ich nicht zu früh wieder abgeschossen werde oder irgendetwas so. Gut. Also leider haben wir bis jetzt keinen Kill in dieser Folge gemacht. Vielleicht gibt es jetzt noch in der letzten Runde einen Kill, vielleicht, wer weiß. Oder vielleicht mehrere Kills, wer weiß. Weiß man ja nie, aber eben, bis jetzt haben wir noch keinen Kill gemacht. Aber ja, trotzdem macht es Spaß, Leute. Es freut mich für euch, Fortnite zu zocken. Das sollte euch natürlich klar sein. Und jetzt geht es dann natürlich gleich wieder los. Bei Mega Mall könnte ich es probieren diesmal. Aber ich möchte lieber irgendwo zwischendurch hier beim Wald oder irgendwo möchte ich mal probieren zu landen. Okay, ich gehe jetzt mal. Ich gehe mal hier hoch. Ich probiere es jetzt einmal hier. Ich weiß nicht, ob das gut kommt, aber mal schauen. Okay, bis jetzt kommt noch kein Gegner. Die Waffe gehört zuerst mir. Gut. Oh, ein Medikit. Wichtige Hase, genau. So. Das ist jetzt ganz wichtig. Aufrüsten und hier den.
Oh, hier hinten gibt's noch mal eine. Oh, wieder diese Waffe, Leute. Ja, egal. Vielleicht haben wir ja diesmal mehr Erfolg mit dieser Waffe, wer weiß. So, alles klar, gut. Pump. Diese Pump könnte ich auch nehmen, ne? Alles klar, gut. Ich tausche mal diesen Revolver für diese Pump. Okay, jetzt nehme ich zuerst mal die Pump in die Hand. Bevor ich dann mit einer anderen Waffe spiele. Aber wenn von weiter Distanz muss ich schon die andere Waffe nehmen, diese nämlich. Aber vorübergehend nehme ich jetzt mal die Pump. Wenn dann ein Gegner in der Nähe auftaucht und nicht weit entfernt ist, kann ich ihn dann abschießen. Jetzt nur noch 63. Ja, das geht ja wieder schnell wie der Blitz, Leute. Das geht ja wieder schnell. Ja, also jetzt nur noch 61. Ey, das... Leute, das geht wie der Blitz und wie eine Maschine einfach. Unglaublich. Okay, weiter hinauf kann ich leider nicht. Naja, dann geht's abwärts zu den Gegner. Jetzt muss ich da noch leider über die Lava. Jetzt sind es nur noch 50, ey, also schon, ja, jetzt dann bald noch über die Hälfte. Also ihr seht, es geht wieder sehr schnell. Toll. Alles klar, Leute. Jetzt sind es plötzlich nur noch 47, ja, es werden immer weniger. Ich könnte jetzt ein bisschen herumtrödeln, vielleicht bin ich dann einer von den Letzten, wer weiß. Aber ja, ich gehe lieber mal angreifen, falls ein Gegner irgendwo kommt. Ich gehe jetzt mal lieber ein bisschen hinein. Holz, oh, ich brauche noch Holz natürlich. Huiuiui, da hat es jetzt sicher wieder Gegner. Naja, ich probiere jetzt noch wenigstens einen Angriff zu machen, Leute. Auch wenn ich jetzt eigentlich das Ganze defensiv probieren könnte, ich probiere trotzdem jetzt... oh, da ist übrigens einer. Da ist übrigens einer. Dann gehe ich mal in dieses Gebäude hinein und probiere ihn von oben abzuschießen. Aber dann muss ich schon die andere Waffe nehmen, weil mit der Pump kann ich das nicht... Und dann werde ich wieder ausgelacht, wenn ich es probiere. Aber allgemein eben, mit der Pump geht es nicht gut. Gut, also. Muss ich es irgendwo von hier oben probieren? Ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich baue jetzt mal einfach dieses Dach hier ab. Ja, er hat mich gesehen. Ich glaube, er kommt. Ja, wie es aussieht, kommt er. Dann wird es wahrscheinlich Zeit, dass ich... Was? Alter, wie ist das? Warte mal. Jetzt muss ich das Medikit nehmen. Jetzt muss ich das Medikit nehmen. Ja.
Das war jetzt dringend nötig. Der will nicht kommen, ne? Der will nicht kommen. Also dann chill ich auch. Huiuiui. Oh, hat er eine Sniper oder was? Das kann nicht sein. Eine gibt es hier eine Sniper? Ich weiß es nicht. Nee, er hat mich bis jetzt nicht getroffen. Oh, kommt er? Es könnte sein, dass er kommt. Ja. Er kommt, Leute, er kommt, Leute. Oh, du kannst keine Falle bauen. Vergiss es. Vergiss es. Alter, was pro... Oh ja, komm. Komm, 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 komm. Ja, oh, Alter, das war... Komm schnell, ich reagiere jetzt schnell. Oh, er hat mich... Alter! Ja, der will kommen. Alter, wo ist... Alter! Ey, wo... Alter Schwede! Ey, der Gegner, ey, der bleibt wirklich hartnäckig. Ja, toll. Vergiss es, vergiss es. Okay, Leute, so, ja. Ich war jetzt mega konzentriert, ey. Also das war jetzt eine richtig spannende Szene, ne? Ich bleib einfach hartnäckig. Das war nicht schlecht, Leute, aber leider keinen Kill und leider ohne Erfolg. Aber nicht schlecht, Leute. Mir hat es natürlich heute wieder mega gut gefallen, Leute, und ich hoffe euch auch. Und ich bedanke mich natürlich wie immer an alle Zuschauer recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag, Leute, und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.